Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Wir haben letztes Mal so einen Schlüssel bekommen, wo wir unser Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben. Und ich werde jetzt mal schauen, ob dahinter etwas ist, wo das wert war. Weil ich hoffe schon. Das sieht doch noch etwas aus. Und da geht es sogar noch weiter. Oh Moment, wir sind. Oh, von da kommen wir mal ja. Ist denn das dahinter etwas, was ich überhaupt will? Nein, immerhin komme ich jetzt an das Ding an, oder? Wenn es mal zielen würde. Oder? Oder vielleicht auch nicht? What the fuck? Okay. Very useful. Man kommt auch so über. Ja, okay. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt sehr ernüchternd gewesen. Also sehr ernüchternd. Also für so etwas hätte ich jetzt mein Leben auch nicht aufs Spiel müssen setzen. Okay. Schwing, schwing. Schwing your Ding. Okay, gut. Also wir können in der Luft normal ohne Ziele so einen Quatsch machen. Wieso genau wenn wir das. Oh, ich weiß. Ja, okay. Ja, man hätte. Ja, man kann es einfach machen. Oder man kann das Spiel austricksen, wie ich es gemacht habe, auf die harte Tour. Ich fühle mich gerade schon ein bisschen verarscht, muss ich ehrlich sagen. Naja. Das heisst, das hier ist tatsächlich der Weg, wo wir gehen wollen. Weil wir jetzt zurück müssen. Okay. Schön. Was ist denn da unten noch? Abgrund. Schade. Kommen wir da hinten irgendwo hin? Wahrscheinlich nicht so jetzt gerade so. Ja gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Backtracking machen, die Folge, würde ich sagen. Und Ladevorgang? Das ist auch noch nie passiert. Backtracking. Und dann mal all die Spinnenkiller, die da oben sind. Kommt jetzt nochmal so eine Fette. Ja, schön. Schön, dass sie gerade zu mir kommen. Das finde ich sehr praktisch. Kannst du mal. Ja, danke schön. Das ist aber hure praktisch. Das heißt, ich kann wegdashen, während er seinen komischen Angriff macht. Dann kann ich wieder zu ihm hin dashen. Also zum Anziehen und dann bin ich schneller bei ihm und kann dann wieder auf die Fresse gehen. Wenn er dann mal irgendwas Kitz mehr macht. Okay, aber das ist krass, das ist cool. Das ist cool. Ups, ausweichen. Please. Dankeschön. Okay, komm schon. Ich weiß, du schaffst es. Au, au. Das hat dir gefallen, hä? Okay, jedes Mal, wenn er seinen komischen. Und jetzt wird er wieder. Also, ich meine, die Textur ist jetzt nicht so prickelnd von der Innereihe von dem Viech. Ja, jetzt. Wirf mir doch nicht deine Viecher zum Fraß vor, Cutscene. Ah, die haut ab. Fast. Die Innereihe von dem Viech sind jetzt nicht so krass texturiert gewesen, aber ich meine. Ja. Oh, wow. Schön. Weg habe ich Nummer 1. Da durch. Wo gehen wir denn? Irgendwann, ich glaube am Schluss müssen wir noch die eine, die wir auf den Boden geschmissen haben, auch noch einen Plan machen. Halt, hör doch mal auf. Gut. Ja, die nehmen wir jetzt als Nahrung. Muhaha. Und ich muss da weiter. Nehme jetzt mal fast an, oder? Moment. Die Spinne ist irgendwo. Oben mir oder unter mir? Ich nehme jetzt mal auch unter mir. Dann gehen wir mal unter mir schauen. Jetzt muss ich da runter. Und dann muss ich nochmal rauf. Ist gut, ist gut. Nehmen wir doch den Lift da. Ja, wow. Krieg, du. Wow. Du weißt, wie man einen Lift benutzt. Ich bin da. Und ihr könnt mir bitte noch ein bisschen Leben geben. Dankeschön. Ihr seid zu gütig.
Hat eure Mami nie beigebracht, dass man fremden Männern kein Leben gibt, wo sie nachher wird besiegen. Also, kein fremden Männern, wo sie nachher wird besiegen, Leben gibt. So, Moment. Aber offenbar nicht, weil ich bin jetzt gerade voll. Vielleicht schaffe ich es sogar. Nein. Wir sind zu wenig gewesen. Vielleicht hätte ich die einen, zwei einfach nicht so killen, aber. Ja, komm. Irgendwo. Somewhere. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, da irgendwo hat es einen Weg gegeben, den ich noch nicht an wegen. Wegen diesen Griffteilers. Da oben vielleicht? Sieht nicht so aus. Obwohl das da oben schon aussieht wie ein Weg, den ich gerne an würde. Aber auf der Karte steht auch nichts. Ich frage mich jetzt gerade, wo ist echt die Spinne? Sie sieht aus, als wäre sie tatsächlich auf der Map vorhanden. Also so außerhalb, aber. Okay, du. Du stirbst jetzt. Ups. Das kann ich nicht wählen. Ich kann dich wählen. Was, zu weit weg? Gut. So. Alter, noch Skelett. Ihr wollt mich doch verarschen. Look. Ich habe ihr die Flamme verpasst, die ihr eigentlich hätte bekommen sollen. Aber ihr irgendwie nicht modebewusst genug gewesen, um sie zu tragen. Wisst ihr, das Skelett von heute trägt rot. So, wie das da. Auch wenn es vielleicht nicht so ganz zu eurer Augenfarbe passt, solltet ihr das trotzdem mal ausprobieren. Wow, du bist jetzt gerade tot, wenn du das machst. Oder auch nicht. Ah. Hör doch mal auf. Dankeschön. Stirb. Gut. Natürlich wird jetzt das passieren, was vorhin auch schon passiert ist. Nämlich die Cutscene. Oder auch noch nicht. Vielleicht, weil ich noch in einem Kampf bin. Und sobald der Kampf vorbei ist. Das ist doch gut gemacht, dass es nicht mit dem Kampf das macht. Wobei es ja auch schon gemacht hat. Muss man auch noch sagen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt da plötzlich. Also schon die ganze Zeit so krass mitdenken gewesen sind, sondern dass das schon ein paar Mal passiert ist. So, nice. Das letzte Siegel ist gebroken. Theoretisch sollte ich jetzt auch da durchkommen. Gut. Dann haben wir da noch ein paar Spinnis. Und die letzte Spinne ist, keine Ahnung wo. Wahrscheinlich müssen wir noch weiter zurück. Wobei das ja eigentlich die erste war, von der wir tatsächlich. Ups, wo wir tatsächlich gesehen haben. Aber ich meine, es kann gut sein, dass da noch weiter zurück. Noch mehr. Spinnen sind. Dort hinten sind wir gewesen. Dort hinten müssen wir zurück. Es sieht nach aus, es wird Spinnen dort hinten. Gut. Ja, da oben, please. Dankeschön. Dann machen wir das doch. Geht da hinten. Da sind wir nämlich noch nicht gewesen. Jetzt weiß ich nicht, will ich da durch oder will ich dort durch? Ich geh mal dort durch, wo wir uns nicht haben wollen. Vorläufig. Ja, komm, bitte. Hä? Komm, da, gut. Kann ich mein Zeug auffüllen? Level lerne ich mal noch. Weil ich bin praktisch voll. Und vielleicht. Vielleicht kann ich es nachher noch gebrauchen. Also von da komme ich. Das heißt, ich gehe mal trotzdem da weiter. Das heißt, ich bin ja doch schon da gewesen. Ah, das ist die Spinne! Ja, das kommt davon, wenn man so lange nicht aufnimmt. Dann vergisst man, dass es da eigentlich auch noch Spinnen hat. Die fette Spinne dort. So. Punk. Holy shit! Du bist eine fette Spinne. Muss ich dir tatsächlich mal sagen. Eine richtig fette Spinne. Dann machen wir dich mal platt, würde ich sagen. Einmal Panzer los. Und nachher ausweichen. Und töten. Was hast du davor, dass du dich mit dem Krieg anlässt? Leg dich mit jemandem mit deiner eigenen Größe an. Oder so. Was ich eigentlich bin. Abgesehen davon sagt man den Spruch meistens eh, wenn das Viech irgendwas kleineres Pi sagt. Was es ja. Ja, okay, ab und zu tun es wahrscheinlich schon kleinere Menschen oder. Oder was auch immer übrig ist von der Menschheit. Fressen. Ich frage mich, die sehen alle aus, als wären sie übelst auf Fleisch ausgelegt. Also, dass sie fleischfressend.
Was genau fressen die? Ich meine, die Menschheit ist ausgerottet. Das, was noch übrig ist, sind praktisch wandelnde Skelette. Und in ihrem jeweiligen Gebiet ist sonst nichts außer sie selber. Ich meine, was gehen die? Gehen die in die Wüste, so komische Würmer jagen? Oder kommen die Würmer hier hin? Oder ich weiß auch nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich finde das uncool. Was muss ich machen? Vielleicht, das sieht Eis sieht danach aus, als müsste ich es mit meinem. Ja. Sieht definitiv danach aus. Gut. Ja, du, ich kann leider nicht zu dir kuscheln kommen. Sie sieht zwar appetitlich aus, was du da hast, aber. Autsch, fast. Alter! Hörst du mal? Ups. Vielleicht nicht in dein Maul. Vielleicht irgendwo anders an. Okay, ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert, was ich mit dem Viech soll machen. Ich meine, es ist überspanzert. Habe ich denn da irgendwas, was ich gegen das Ding verwenden kann? Ich meine, theoretisch könnte ich. Ups, das nicht vielleicht. Theoretisch könnte ich die Dinger abholen und ihm ins Maul schmeißen. Ins Maul! Alter, weißt du, wo das Maul ist? Offenbar nicht, wenn wir gerade gesehen haben. Okay, probieren wir das nochmal. Ja, das ist gut gewesen. Probieren wir das nochmal. Und jetzt. Ah, jetzt kann ich, weil es am Fressen ist. Das Ding ist so einfach gestrickt, wenn du mich verarschen. Bin ich gumpert oder hat es mich verwünscht? Ich glaube, es hat mich verwünscht. Okay, das ist nicht so geschickt. Ausweichen, 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 ausweichen. Wow. Und wusch. Dankeschön. Ach ja, der Boss hat jetzt mehr. Also ich habe zu weit gedacht. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so einfach zu besiegen ist. Quasi. Das ist ja übelst easy! Also falls das. Macht das Schaden? Oder muss ich vielleicht. Moment, 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 Moment. Autsch, fast. Ich glaube, das macht dem Viech gar keinen Schaden. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, probieren wir das nochmal. Du frisst dich, was mache ich währenddessen? Vielleicht so. Ja, da endlich! Ich bin zwar fast tot, aber schön, dass ich es endlich herausgefunden habe, was du willst. Oh oh. Nicht mit mir. Okay, das ist dumm gewesen. So, jetzt aber, oder? Gut. So. So. Komm schon, wirf! Gut. Dann gehen wir mal dahinter ein bisschen. Okay, ich habe fast kein Leben mehr, aber ich habe herausgefunden, was die Schwachstelle von dem Viech ist. Komm doch! Holy shit, one kill. One hit kill. Also, es sind ja mehr Hits vorne gewesen, aber ja, ich weiß, was ich meine. Ja. Ich würde sagen, das war's für die Folge.
Lasst doch ein Like da, wenn ihr noch mehr von solchen Fails sehen wollt. Nein, eigentlich nicht. Aber ja, falls ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders. Tschüss!